Die 11. Waldjugendspiele im Kreis Soest sind gestartet. Bei herrlichem Herbstwetter machten sich die ersten Schulen auf der Günnerhude auf den Weg, um den Arnsberger Wald zu erkunden. Den Kindern soll hier vor allen Dingen beigebracht werden, so mit allen 5 Sinnen beobachten und genießen und auch erfahren vor allen Dingen. Also sie sollen einfach sehen, das machen sie jeden Tag eigentlich, und hören auch, aber sie müssen eben auch schmecken. Es gibt Wildwurst, mal eine ganz andere Geschmacksrichtung, also da müssen sie ihren Geschmackssinn testen, und sie müssen auch hören, was so im Wald an Getier da ist, also nicht nur die Nachbarkinder, die dann schreien, sondern auch hören wirklich, und es ist einfach so dieses Intensive mit allen 5 Sinnen genießen und erkennen. Welcher Abdruck könnte das bei euch im Buch sein mit dem Hasen? Noch jemand? Dann geht. Genau, super. Wow. Klasse. Ja, hier geht es um das Baumpuzzle. Die Kinder sollen also hier ein Baumpuzzle erstellen. Und wenn die Teile richtig aneinander gelegt werden, erscheint dann auch der Baumname. Den müssen die dann in die Liste eintragen, in ihr Aufgabenheft. Und im Anschluss müssen sie eben noch rausfühlen, ob die Rinde rau oder glatt ist, welche Farbe das Holz hat. Und der letzte Punkt der Aufgabe ist dann eben, dass die zu dem entsprechenden Baum, den sie gefunden haben, dann auch den entsprechenden Ast raussuchen müssen. Und dann ist die Aufgabe hier erledigt. Hase und Kaninchen sind zwei unterschiedliche Tiere. Was ihr zu Hause zum Streicheln habt, sind immer Kaninchen. Mit dem Hasen geht das nicht.